Okay, es geht weiter. Und reden wir mit dem? Ist das etwa ein Sternrubin? Wollt ihr mir den geben? Dann mache ich euch den Weg frei. Hier, iss und vergiss. Riesenpopo aus Stein. Boom. Krosch. Lecker, ein sehr guter Jahrgang. Es geht nichts über einen echten Sternrubin. Und was jetzt? Der ist ja langsam. Wo ist er jetzt verschwunden? Das heißt kein Schwein. Ach ja, wir werden noch zu der Höhle nochmal hingehen müssen, zur Terra-Höhle. Hab ich gerade so gelesen. Streitaxt. So. Ja. Ja. Wir müssen wieder zur Terra-Höhle, weil ihr wisst ja noch, wo dieser komische Grabstein, wo die gesagt haben, da war was Böses auf uns. Da ist auch was Böses. Da geht's noch weiter, aber wir müssen erstmal hier weiterkommen, damit wir erst dahin. Also was ich sagen wollte, wir müssen erst hier weiterkommen, um damit wir da weiterkommen. Wieso können unsere Charaktere nicht laufen? Und ich glaube, ich habe den Grund gefunden, warum ich nicht diesen Beam lernen kann. Da steht irgendwie Schwarzmagie, also da steht Schwarz MG und beim Beam steht Schwarz MGS. Ich weiß nicht, was MGS heißt, Magierstufe, irgendwas, keine Ahnung. Aber das heißt, er kann das nicht lernen. Schade, schade. Vielleicht später, sehen wir mal. Ach, die Musik ist geil. Höhle der Weisen. Hier muss doch irgendwas sein. Das kann nicht einfach nicht leer sein. Ein Raum mit Krügen, okay. Okay, da ist der Weise, mit dem ich reden muss. Okay, hier gibt es auch keine Geheimgänge. Oh, es gibt keine Schokobus, habe ich auch schon irgendwie gemerkt. Er wohnt alleine hier. Es ist also euch zu verdanken, dass der Vampir nicht mehr ist. Doch offenbar war auch er nur das Faktotum einer noch viel böseren Existenz. Tief unten erstickt das Chaos der Erde des segnenden Schein des Kristalls. Hinter dem Raum des Vampirs geht es noch tiefer hinunter. Benutzt dort diesen Stab. Terra-Stab erhalten. Ja, wir müssen jetzt wieder zurück. Gesegne seine Kristalle. Ja, ich weiß. Hol dich die Kristalle, küss die Kristalle, leck die Kristalle, irgendwas Kristalle. Also, wir sehen uns bei den komischen Grabsteinen wieder. Also, bis gleich. Okay, es geht hier weiter. Und ich habe ein paar Dinge gefunden. Zuerst mal bei der Monsterfiebe habe ich eine neue Gegnersorte gefunden. Wo sind die? Der Zwergtiger. Den habe ich bei der komischen Höhle gefunden, wo der Riese war. Und Vampir. Ach, der hier. Okay, und da habe ich noch was gefunden. Ach ja, ich habe drei Schätze vergessen in dieser Höhle, also in der Terra-Höhle. In den Schätzen war Lederschild, 5000 Gil und 575 Gil. Für die Leute, die das wissen wollen, also da findet ihr noch Schätze. Okay. Hyäne. Ogamagus. Okay. Angriff und Eisrammer. Okay, ich ziehe viel ab. Ach ja, meine Charaktere sind auf 30 oder ihr habt das schon. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, die sind jetzt stark. Okay, Stab gefunden. 3400. Level 31, Leute. Sphinx. Die Sphinx. Okay. Puh, scheiße. Okay, ich muss mich mal kurz heilen. Vigra. So, schön geheilt. Zu viel Geld einfach einmal.
Okay, es gibt noch eine Gegnergruppe hier, die... Warte mal. Ich komme von da. Ja, ich komme von da. Ich habe total vergessen, von wo ich kam. Ein Troll. Der sieht aus wie von One Piece, der komische Typ in Sky Island. Also... Ein Troll, okay. Cockatrice, die meinte ich. Eigentlich kann ich die auch mal zeigen. Ach, ich muss meine Monster-Fiebe auch voll bekommen, aber ich habe keine Lust, jetzt alle Monster zu suchen. Ach, verdammt, Mann. Okay, er kriegt keine Erfahrungspunkte, ist auch nicht so schlimm. Items, ich hoffe, ich habe eine Goldnadel. Goldnadel. Zwei Stück. Jetzt habe ich nur eins. Okay. Wundert euch nicht, ich gehe einfach irgendwo rum. Ich habe keinen Plan, wo ich hingehe. Ein Kamerad von mir ist gestorben, der Luzi. Rest in peace. Nein, du kommst wieder. Du kommst wieder, keine Frage. Vigra auf dich. Hey, wo zum Geier bin ich? Ich wusste gar nicht, dass noch diese Gegnergruppe hier noch existiert. Okay. Boah, dieses Video besteht echt nur aus Kämpfen. Wie das andere. Okay, dann gehe ich einfach mal so. So. Und so. Um zu sehen, ob da irgendwas ist. Ja, es war richtig, hierher zu kommen. So, öffnen wir die mal. Mitrisch. Zelt gefunden. Dann raus hier, kein Bock mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mitri-Schild. Ja, da wird die Abwehr gestiegen. Gut. Einfach zu viele Zufallskämpfe. Wie viel Geld habe ich? 132.000. Ich habe 132.000. Übertreibt doch. Okay, das haben wir jetzt dann auch erledigt. Ich glaube, wir haben jetzt alle Schätze in dieser Gegend, also in dieser Etage geholt. Die Trolle sehen irgendwie aus, ob sie verrückt werden langsam. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Das auch. Okay, da geht's zum Boss. Aber da will ich noch nicht hin. Willst mich verarschen? Okay, dann muss ich extra... Okay. Neue Gegnersorte. Eiterschleim, die meinte ich. Die sind anfällig auf... Feuer, also Feuer mache ich mal. Also auf Feuer sind die anfällig. Und auch meine Schläge anscheinend auch. Aber die sterben jetzt mal. Ist klar, Level 32. Wer wagt es, mich zu stören? Deine Großmutter, begrüße sie doch. Warte, haben wir das Teil nicht einmal irgendwo gesehen? Mich, das Chaos, das die Erde frisst? Nichts und niemand wird mich von meinem Vorhaben abhalten, schon gar niederes Gesindel, wie ihr seid.
Okay. So, und du machst mal Feuer. Er hat 1200 Lebenspunkte. Ah, 1200? Habe ich gelesen, oder? Okay, ich habe es wohl richtig gelesen. Heilra und du machst Mumm auf ihn hier. Das kommt etwas zu spät. Heilra. Gut so, mein Bernd. So, und Aisra. Adia. Und das war der Todesbringer. Nein, Todbringer eher. Luzi steigt ein Level auf. Und wir haben den Erdkristall. Hey! Von wo hast du das denn her? Okay. Was ist jetzt passiert? Diese Freunde, die ist jetzt... Altar der Erde. Ach so, jetzt verschwindet er, oder was ist jetzt los? Die Quelle der Fruchtbarkeit, okay. Und das teleportiert mich raus. Ja, okay, dann sehen wir uns das nächste Mal in Melmoth. Also bis zum nächsten Mal.